Herr Thüne, wie stellen Sie sich das jetzt mit der Hornbürer Straße denn so vor? Also mir wäre es am liebsten, wenn morgen bei Schulbeginn die Tempo 30 Schilder wieder da sind. Die sind ja lange, lange Jahre gestanden, ohne dass es zu beanstanden war. Und nur zu sagen, weil eine neue Teerdecke da ist, sind die Schilder nicht mehr erforderlich, ist für mich nicht nachvollziehbar. Es geht ganz klar um die Schulwegsicherheit und die ist bei Tempo 30 wesentlich höher als bei Tempo 50. Ich muss den Weg selber öfter gehen, weil in der Physiotherapiepraxis auf die gegenüberliegende Straßenseite muss. Und ich kann Ihnen sagen, es ist manchmal überhaupt nicht vergnüglich, wenn Autofahrer mit 50 daherkommen und nicht anhalten, die wahrscheinlich bei 30 noch anhalten würden. Hätten Sie denn eine Alternative, falls das mit dem Tempo 30 jetzt nicht gehen würde, wie man das noch sichern könnte? Also wir haben ja in der Früh Gott sei Dank die Schulweghelfer da, sind ja viele Ehrenamtliche da, die sich da zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass das ein Stück weit ein Sicherheitsfaktor ist, aber die übrige Zeit ist halt dann niemand da, wenn die Schulweghelfer nicht da sind. Und da wird es zum Tempo 30 leider keine Alternative geben, so ungern ich das Wort alternativlos in den Mund nehme.